Hallo, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie eine Kamera in die Synology Surveillance Station einbinden und sie mit der Synology DS Cam App anzeigen lassen können. Voraussetzung ist der Besitz einer IP-Kamera. Wir zeigen das Vorgehen heute an einer Upcam. Die Anleitung funktioniert aber auch für andere Überwachungskameras. Zudem brauchen Sie ein Synology NAS-System und ein Smartphone. Alle drei Geräte müssen sich in demselben Netzwerk befinden, optimalerweise natürlich das Haupt-WLAN-Netz. Welche Kamera möchten Sie verbinden? Schreiben Sie es gerne in die Kommentare. Als allererstes müssen Sie in der Surveillance Station eine Kamera hinterlegen. Loggen Sie sich dazu in einem Synology NAS ein. Danach gehen Sie auf das Paketzentrum, um sich das Surveillance Station Paket zu installieren, da dieses nicht standardmäßig auf der Synology installiert ist. Klicken Sie im Paketzentrum auf Sicherheit und installieren Sie die Surveillance Station App. Diese ist bei uns schon installiert, weswegen ich diese nicht nochmal installiere. Wenn Sie nun oben links auf das Hauptmenü gehen, sehen Sie die Surveillance Station App. Wenn Sie noch keine Kamera eingebunden haben, müssen wir dieses noch tun. Sollten Sie das Paket jedoch schon aktiv nutzen und sind nur an der Einrichtung der App interessiert, springen Sie einfach an den eingeblendeten Punkt des Videos. Dort kümmern wir uns rein um die DS Cam App. In der Surveillance Station App klicken wir auf Hinzufügen, um eine Kamera hinzuzufügen. Ein schnelles Setup reicht hier vollkommen aus. Bei Marke wählen wir Benutzerdefiniert aus, damit wir den Link des RTSP-Streams eintragen können. Dieser funktioniert mit allen Upcams und auch mit vielen anderen IP-Kameras. Oben geben wir den Namen der Kamera ein. Diesen können Sie entweder so nennen, wie das Kameramodell heißt, oder einfach Eingang oder Nordseite oder irgendeinen anderen Namen, mit dem Sie die Kamera unterscheiden können. Wenn Sie einfach das Bild der Kamera sehen wollen, geben Sie hier die Daten wie folgt ein. Den Link für den RTSP-Stream finden Sie in der Weboberfläche der Upcam unter Einstellungen, Netzwerk und Port. Wenn Sie eine Kamera eines anderen Herstellers nutzen, schauen Sie dort in der Weboberfläche nach dem Link. Tragen Sie bei Pfad den Link des RTSP-Streams ein, ohne das RTSP Doppelpunkt und Doppelslash. Ganz vorne in das Eingabefeld müssen wir nun den Nutzernamen und das Passwort der Kamera mit einem Doppelpunkt getrennt eintragen. Danach kommt ein @-Zeichen. Für das reine Anschauen des Bildes reicht der Guest- oder User-Zugang. Nun wird ein kurzer Funktionstest durchgeführt. Wenn alles korrekt eingetragen worden ist, wird nun ein Fenster mit abgeschlossen angezeigt. Mit einem Klick auf Fertigstellen ist die Einrichtung abgeschlossen. Als nächstes kümmern wir uns um die App. Laden Sie sich zuerst die DS Cam App auf Ihr Smartphone. In diesem Video nutzen wir ein Android-Gerät, Sie können aber auch ein iOS-Gerät nutzen. Melden Sie sich schon wie gehabt in der Synology NAS ein. Dazu geben Sie die IP-Adresse der Synology ohne den Port ein. Wenn Sie eingeloggt sind, sehen Sie direkt links unter Kameras die eingetragenen Kameras von eben. Wenn Sie darauf tippen, hören Sie auch direkt das Audiosignal der Kamera. Vorausgesetzt natürlich, dass die Kamera ein Mikrofon eingebaut und angeschlossen hat. Hat alles bei Ihnen funktioniert, dann lassen Sie doch gerne ein Like da. Links und rechts finden Sie nun ein anderes Video, welches für Sie interessant sein könnte. Wenn Sie auf das Upcam-Symbol klicken, kommen Sie auf unseren Kanal und können uns gerne abonnieren.